Okay. Nein, wir müssen hier zurück. Um wieder nach drinnen zu gelangen. Verrutscht er jetzt auf dem Stuhl und dann muss das Mikrofon ein bisschen richten. So, ich bin falsch gefahren. Naja, wobei doch, geht auch. Geht auch. So. Gucken wir. Das ist wieder sie. Ich dachte, wir kommen jetzt in die Erinnerung unserer Frau. Aber scheinbar sie retten. Wir haben jetzt quasi in unserer Erinnerung unseren Sohn gerettet. Jetzt versuchen wir in der Erinnerung diese Frau zu retten, da in der Erinnerung sie für den Unfall verantwortlich ist. Auch wenn ich das noch nicht ganz verstehe, warum. Aber wir schauen. 3 Uhr. Jetzt erleben wir den gleichen Tag, nehme ich an, aus ihren Augen. Ich wusste es. Ich habe es direkt am Anfang gerochen. Die notgeile Nachbarin, sie ist einfach scharf auf uns. Dann leben wir in so einem kleinen Dorf und es gibt 2 Frauen und beide sind scharf auf uns. Aber sie zieht aus, weil sie weiß, der will mich nicht. Der ist glücklich, der ist verheiratet. Oder ist sie die Ex? Sie hat noch unseren Werkzeugschlüssel. Den muss er uns schnell rüberbringen. Ja, das Hütchen auf. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie einfach verliebt in uns ist oder ob sie unsere Ex ist. Aber ich glaube nicht, dass sie die Ex ist. Oh. Ich glaube, sie weiß, dass das so nicht weitergehen kann. Dass das nicht mehr funktioniert, wenn sie gegenüber wohnt. Und tagtäglich damit konfrontiert wird. Also ist es wahrscheinlich das Beste für sie, wenn sie wegzieht, um über ihn hinwegzuziehen. Ja. Mega. Meine Lyrik. Alles eingepackt. Alles eingepackt. Und ab auf den Wagen. Schön hochstapeln, wie man es in der Fahrschule lernt, ungesichert. 3-mal so viel Gewicht wie das Auto. Das ist smart. Die 2 fahren an den See. Und wir packen unsere Sachen. Der See. Der Zoom auf das Schiff zum See, das Schild zum See. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wir leben doch jetzt schon noch ihren Day. Ich bin ja mal gespannt auf den verrückten Nachbarn. Ist aber auch ein schönes Örtchen hier. Und es wird langsam später. Wir nehmen unser letztes Paket. Und schleppen es nach draußen. Ganz allein. Ach, da kommen wir nicht raus. Erst die Tür aufmachen. Dann das Paket holen. So. Ein paar Sonnenblümchen im Garten, wie verbitterte Frauen das nun mal so haben.
Naja, ob sie wirklich verbittert ist. Oh nein! Das war knapp. Ob sie wirklich verbittert ist, das wissen wir nicht. Oh, da kommen wir auch nicht dran. Sag mal, was ist denn mit uns allen? Sehr viele Sonnenblumen. Irgendwo ein Besen. So. Gehen wir schnell außen rum. Wenn wir nicht wieder auf den Blättern ausrutschen. Hopp, 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 hopp. In unseren roten Pumps. Mit unserem roten Fahrrad und unserem pink-blauen Kleidchen. So. Wollen wir mal. Dann wollen wir mal den letzten Karton ins Auto schaffen. Oh. Das ist aber auch... Ja, ich... Was machen wir denn da? Von der anderen Seite wird ja nichts. Ja, ja, ja. Ja. Wollte auch nur das Paket abstellen. Meine Idee war vielleicht, dass wenn wir hier stehen, wir das Paket einfach greifen können. Aber so einfach ist es scheinbar nicht. Ja. Oder? Nein. Das wird nichts. Wir müssen erst fegen. Ja, wir müssen erst fegen. Ist okay. Wo kriege ich denn jetzt so schnell einen Besen her? Wo gab es denn einen Besen? Gab es irgendwo einen Besen? Ja, vielleicht hier drin noch einen. Okay, reinkommen wir nicht mehr. Haben wir irgendwo einen Besen? Jetzt wieder zur Kirche. Kein Besen. Hat euer Nachbar vielleicht einen Besen? Seht ihr, und das liegt umgetreten, weil wir es als Junge umgetreten haben. Da fällt mir ein, wir können ja auch als... Ah, da ist der Rechen. Ah, verstehe. Wir brauchen das Paket. Das stellen wir hier. Na ja, ja, ja. Sorry, habe ich nicht gesehen. Ja, mein Gott. So, drauf da jetzt. So, dann können wir uns die Hake grabben. Und hier erstmal sauber machen. So, vor allem hier. Frag mich, ob es sich lohnt, überall sauber zu machen. Ob das reine Zeitverschwendung ist. Vielleicht nützt uns das später noch was. Wenn wir das überall machen. Das auch hier. In der Ordnung halber will ich das jetzt irgendwie überall machen. Ist egal. Ist egal. Wir müssen doch nicht übertreiben. So. Packen wir das letzte Paket hier drauf. Ich habe aber auch nie irgendwo eine Erinnerung für sie gesehen. So beim Rumlaufen. Es war immer nur der alte Mann oder der verstörte Nachbar, dessen Erinnerung ich gesehen habe. Oder die vom Kind. Vielleicht laufe ich trotzdem mal hier lang, um zu gucken, ob wir vielleicht doch eine finden. Dass ich den Tag dann gleich nochmal spielen muss. So, sorry Leute, da war gerade ein kurzer Cut, denn ich musste mal auf die Toilette. Ich habe aber irgendwie Bock, das Spiel jetzt weiter zu zocken. Ich will das irgendwie in einem durchspielen. Hier müssen wir rein. Kriegen wir die Tür auf? Ja, als erwachsene Frau kriegen wir die Tür auf. Hier ist also eine Erinnerung für uns. Ich verwechsel die also echt immer mit der Mutter. So, 3 von 20. Möchte ich mir direkt angucken. Und zwar hier. Sold. Move on. Ah, okay. Da sind wir noch klein. Also nehme ich an, dass wir gemeinsam mit unserer Mutter hier hingezogen sind, oder? Oft umgezogen sind. Weiß noch nicht genau, was ich daraus schließen soll. Das sind noch zu wenig Details. So. Da können wir nicht ran. Ah, und der Junge ist hier oben.
Nee. Doch, ich höre ihn aber doch da oben. So, ich guck grad mal. Hab's woanders noch eine Erinnerung für uns? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Naja, wir können hier die Türen aufmachen. Okay, müssen wir von der anderen Seite machen. Aber ich will die Türen aufmachen für den Jungen. Und zwar brauchen wir... Hier die Tür muss auf sein. Unsere Türen haben wir ja aufgemacht. Aber die können wir nur auf... Oh nein, ich hab's verkackt. Kann ich das Paket nochmal nehmen? Nein. Ich hätte die aufmachen. Ich hätte die aufmachen müssen, als wir drin waren. Ah, doof. Aber ich glaube, sonst gibt es keine Erinnerung mehr für uns, oder? Doch, da. Aber die Tür kriegen wir ja auch nicht auf. Wir kommen nie an die andere Seite. Man muss immer... Nein, ich wollte es nochmal probieren. Oh. Das schaffen wir noch nicht. Hier kommen wir auch nicht durch. Bei der Tür. Nee. Okay, scheinbar ist das noch nicht die Lösung. Ich steige jetzt ins Auto. Ich wüsste nicht, was wir sonst noch machen sollen. Und wir ziehen offiziell aus. Lassen das schöne kleine Idyll hinter uns. Idyllisches Dörfchen, das kleine Idyll. Kann man das so sagen? Keine Ahnung, ich kenne meine Sprache nicht. Hey, das sah gerade so aus, als wäre drin noch eine Erinnerung. Wir steigen ins Auto. Und beenden den Tag. Ich weiß nicht, ob das schon die Lösung ist. Dass wir jetzt losfahren. Ich glaube nicht, weil wir müssen sie ja retten. Und dadurch, dass wir jetzt fahren, passiert ja der Unfall. Was auf jeden Fall interessant zu wissen wäre, ist, was wirklich passiert ist. Denn theoretisch ist ja beides möglich. Sie kann den Unfall verursacht haben, aber auch unser Sohnemann kann den Unfall verursacht haben. Und so wirklich wissen, was die Wahrheit ist, tun wir jetzt noch nicht. Ich ging am Anfang davon aus, die Story mit dem Jungen ist real. So, es ist 7 Uhr. Und uns kommen die Boys und Girls entgegen. Boy mit Girl. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass das... Aber vielleicht müssen wir erst einmal den Unfall erleben. Deswegen immer Sicherung... Ladung sichern. Und sie weichen aus und... Unfall. Crash, crash, crash. Wir können jetzt aussuchen, welche Erinnerungen wir nehmen. Verstehe ich das richtig? Das heißt, ich gehe kurz nochmal in den Jungen rein. Denn da sind jetzt die Türen offen. Allerdings habe ich vergessen, die eine Tür aufzumachen. Und die hätte ich aufmachen müssen. Es ist also so, wie ich es mir am Anfang gedacht habe. Gehe ich zumindest jetzt von aus. Wir machen jetzt nochmal den Tag als Jungen. Holen uns die eine Erinnerung ab. Und die... Ne, Moment mal, wir können uns die Erinnerung ja gar nicht holen. Weil wir vergessen haben, die Tür aufzumachen. Oder? War nicht noch eine Erinnerung? Ich erinnere mich nicht mehr. Ha! So ein Zufall. So, doch, da kommen wir jetzt hin. Weil die Tür hier ist ja auf. Aber die Tür da haben wir vergessen aufzumachen. Ich wusste es. Und zum Opa kommen wir auch nicht, weil die Erinnerung hier noch fehlt. Okay, das heißt... Aber warte mal, da hinten haben wir auch gar keine Erinnerung für uns Männer. Das heißt... Ich kann den Tag eigentlich gleich wieder beenden. Das Einzige, was... Auswahlmöglichkeiten. Wir wollten noch hier noch rein. Genau, eh. Zack. Schmeiß um das Ding. Den Ball wieder mit. Hier war noch eine Erinnerung für uns. Also. Und zwar.
An was erinnern wir uns? Zack. Piuk. Piuk. Oh, da haben wir die Scheibe kaputt geschossen mit unserem Homie. Und der Opa war sauer. Okay. Okay, mehr gibt's hier aber nicht. So, mehr könnten wir hier auch nicht machen. Können wir hier durch oder fallen wir aufs Maul? Nee, okay, wir können hier durch. Okay, was heißt denn Auswahlmöglichkeiten? Hier stand eben Auswahlmöglichkeiten. Ich will wissen, was das bedeutet. Warum stand das, als wir hier lang gelaufen sind? Ich laufe nochmal hier lang. Okay, das, keine Ahnung, warum das da stand, aber jetzt steht es da nicht mehr. Das heißt, wir müssen den Tag beenden. Und zwar auf diese Weise. Das ist aber die falsche Weise. Jetzt bin ich verwirrt. Ui. Immer muss ich niesen in den Videos. Schlimm. Okay, jetzt bin ich gerade kurz verwirrt. Aber jetzt rennen wir ja doch auf die Straße runter, ne? Jetzt rennen wir ja doch auf die Straße runter. Entscheiden uns wieder für den Ball. Interessant. Ich muss halt nochmal hier rüber. Ist eigentlich egal, was wir jetzt gemacht haben. Wir können es ja gleich wieder ändern. Nur möchte ich die Erinnerungen hier erstmal sammeln. Freischalten. Für den Jungen. Ja. Dass wir alle Erinnerungen haben. Aber ich glaube, alle kriegen wir durch sie nicht. Ja, du musst wieder das Paket rausbringen. Okay. Wir müssen also im Prinzip wieder dieselben Sachen machen. Ah, nee, das wird übersprungen. Okay, so, das machen wir jetzt aber nicht, denn... Jetzt fast wieder falsch gemacht. Wir müssen erst die Tür öffnen. Und was ich auch mache, ist die anderen Sachen noch wegkehren. Einfach der Ordnung halber. So. Die machen wir beide auf. Oh mein Gott, hier fliegt die Mörderfliege. So. Und dann kehre ich schnell hier. Einfach der Ordnung halber. Oh Gott. Das kann ich nicht kehren, doch. So, ist das alles weg. Wir sind eine ordentliche Frau. Wenn wir schon unser Heim hier verlassen, dann ordentlich. Meine Frage ist jetzt, wo gibt es noch Erinnerungen für uns? Gibt auf jeden Fall auch, wenn ich es richtig sehe, im Haus was. Weil vielleicht sieht es auch nur so aus. Und da nur so aussehen. Unmöglich. Oh, können wir vielleicht hinten die Tür aufmachen? Ich frage mich, ob wir diese Tür öffnen können. Nee. Wir können nur kehren. Wie es sich gehört. Nein, also... Das war natürlich nur Spaß, aber wo... Gibt es noch eine Erinnerung für uns? Muss doch mehr als nur eine geben. Können wir mit ihm reden? Was passiert dann? Huch. Naja, auf den hat keiner Bock, ne? Auf den Typen hat einfach keiner Bock. Er nervt. Ja, grüßen. Na, lassen wir lieber, ne? Willst du nochmal probieren? Sicher, sicher. Ja, 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 okay. Du musst nicht mal gleich anfangen zu kehren. Hier kommen wir auch nicht raus. Okay, wir beenden den Tag. Wir haben die Türen geöffnet, die wir öffnen können. Ah,
wir kommen natürlich noch hier hinten. Wir kommen noch hier hinten lang. Nee, kommen wir nicht. Hier ist die Schranke und die lässt sich auch von hier nicht öffnen. Okay, alles klar, müssen wir ins Auto steigen. Unser Job als Frau ist hier erstmal getan. Achso. Ha. Ohne Paket. Achso, wir müssen in... Ja, verstehe. Nehmen wir uns das Paket. Laden das noch schnell auf. Zack. So, das haben wir gemacht. Die Ladung perfekt gesichert. 1+ mit Sternchen. Ja. Das passt.